Meizu Pro 6 ist das neue Meizu Flaggschiff und hat bei seinem Launch stellenweise für verwunderte Gesichter im positiven, aber auch im negativen Sinne gesorgt. Zum einen aufgrund des Chipsatzes, zum anderen aufgrund des Akkus. Was das Gerät jedoch tatsächlich im Alltag leistet, haben wir bei China Mobile Mac uns genauer für euch angesehen. Starten wir mal wie üblich mit dem Blick auf die Verpackung. Diese fällt bei Meizu Pro 6 deutlich hochwertiger aus als bei günstigen Meizu Handsets. Euch erwartet ihr eine schicke schwarze Kunststoffbox, deren Deckel sich ziemlich schwer anfühlt und wohl so für einen hochwertigen Eindruck sorgen soll. Im Inneren finden wir dann aber doch nur das typische Smartphone-Zubehör ohne Extras, also ein Ladekabel, Netzteil, Dokumente und den SIM-Tray-Opener. Kopfhörer fehlen, was schade ist, denn Meizu will mit dem Pro 6 ja besonderes Augenmerk auf Audioqualität legen. Legen wir den ganzen Kram mal beiseite und werfen einen Blick auf das Objekt der Begierde. Ganz ehrlich, designtechnisch ist das Meizu Pro 6 einfach eine Wucht und noch einmal eine ganze Ecke besser gelungen als die Glasvariante des Xiaomi Mi 5, von dem wir ja ebenfalls sehr angetan waren. Dadurch, dass das Gehäuse komplett aus Metall besteht, ist das Gerät einfach noch eine ganze Ecke stabiler als das Mi 5, was ein Durchbiegen quasi nicht möglich macht. Eindrucksvoll ist auch, dass Meizu die typischen Plastikkappen weglassen konnte und stattdessen auf feine, geschwungene Antennen Linien setzt, die sich perfekt ins Design einfügen. In der Hand liegt das Handset übrigens hervorragend und kann am besten als Handschmeichler beschrieben werden. Meizu hat hier den perfekten Mix aus angenehmer Größe, insbesondere der Dicke des Gerätes und Rundungen zur Seite hingefunden. Gemeinsam mit dem 2,5D-Glas auf dem Display erhält man so ein wirklich tolles und angenehmes Gefühl in den Händen. Zwei weitere auffällige Merkmale sind, dass der Kopfhörerport unten beim USB-Typ-C-Port platziert wurde. Weiterhin ist die Status-LED nicht farbig, sondern kann lediglich in Weiß leuchten. Ob diese Merkmale nun Vor- oder Nachteile sind, muss jeder für sich selbst entscheiden. Beim Home-Button hat Meizu übrigens bessere Arbeit geleistet als bei den Vorgängern. Das billig wirkende Knacken ist nicht mehr ganz so intensiv und überhaupt fühlt sich der Druckpunkt wertiger an. So gut uns das Design gefällt, das Display hat uns dann doch etwas enttäuscht. Das 5,2 Zoll große Super AMOLED-Panel mit Full-HD-Auflösung ist nämlich nicht das hochwertigste. Die Schärfe der Darstellung ist durch die grob wirkende Rasterung deutlich schlechter als bei hochwertigen LCD-Panels und auch die Blickwinkel sind nicht sonderlich gut. Viel schwerwiegender ist aber, dass man das Panel unter direktem Sonnenlicht kaum ablesen kann, da es schlicht nicht hell genug ist. Immerhin, Lob bekommt das Display für eine zurückhaltende Farbwiedergabe, denn diese ist bei Super AMOLED Panels ja oft übertrieben intensiv. Der Digitizer Meizu Pro 6 konnte dagegen voll überzeugen. Bis zu 10 Berührungspunkte werden zuverlässig schnell und präzise erkannt. Die Oberfläche besteht übrigens aus extrem widerstandsfähigem Gorilla Glass 4. Ein Highlight im Pro 6 ist aber definitiv die Unterstützung der 3D-Touch bzw. Force-Touch-Technologie. Der Digitizer kann also zwischen Druckstufen unterscheiden, somit lassen sich zum Beispiel Optionsmenüs durch festes Drücken aufrufen oder in der Galerie-App eine Vorschau öffnen. Das funktioniert im Alltag wunderbar, hat aber den Haken, dass es nur in Meizu-Apps nutzbar ist. Die API ist zwar offen, doch es gibt keinen Grund, warum irgendeine App im Google Play Store nun ausgerechnet die 3D-Touch-Funktion des Pro 6 unterstützen sollte. Hier wird es langsam an der Zeit für eine offizielle Google API in Android. Wer sich noch an den Launch des Pro 6 zurückerinnert, der dürfte sich auch daran erinnern, dass die Überraschung groß war, dass Meizu diesmal nicht auf einen Samsung Exynos Chipsatz setzt. Stattdessen kommt der MediaTek Helio X25 zum Einsatz, eine höher getaktete Variante des Helio X20, dem ersten 10-Kernprozessor für Smartphones. Im Vergleich zum X20 ist die Performance hier aber tatsächlich noch eine ganze Ecke höher und so rückt das Meizu Pro 6 doch ziemlich nahe an den Snapdragon 820 im Xiaomi Mi 5. Der Fehler im GPU-Treiber, der bis vor kurzem noch für eine schlechte Performance bei Helio X20 Geräten, aber auch beim Meizu Pro 6 sorgte, ist mittlerweile übrigens behoben und so kann man nun auch vernünftig zocken. Nebst dem schnellen Helio X25 Prozessor verfügt das Meizu Pro 6 noch über 4 GB LPDDR3 RAM sowie über recht schnellen Speicher mit 32 GB oder 64 GB je nach Modell. Erweiterbar ist dieser aber nicht. Die Sensorausstattung des Meizu Pro 6 ist durchweg lobenswert und hat mit einem Magnetkompass, Gyroskop, Schrittzähler und Luftdrucksensor so einiges zu bieten. Der Fingerprint-Scanner im Home-Button funktioniert sehr zuverlässig, ist aber nicht der schnellste. Man muss außerdem den Button durchdrücken, um das Gerät zu entsperren, das bloße Berühren reicht also nicht. Da Meizu bisher keine neue Version seiner Flyme OS Android-Distribution vorgestellt hat, läuft auf dem Meizu Pro 6 weiterhin Flyme 5, welches natürlich auf Android 5.1 basiert. Der Wechsel zu Marshmallow wird wohl erst mit Flyme 6 erfolgen.
Meizu-Fans bekommen hier gewohnte Qualität geliefert, das System ist hervorragend optimiert und genehmigt sich somit nie Ruckler oder Denkpausen. Alles läuft butterweich und snappy. Leider gibt es aktuell aber keine internationale Version des Pro 6, sodass man damit leben muss, dass Flyme nur in Englisch verfügbar ist und auch etwas Bloatware vorinstalliert wird, welche sich aber leicht deinstallieren lässt. Gehen wir nun etwas ins Detail und den Anfang macht hier die Empfangsleistung. Diese bewegt sich grundsätzlich auf einem Niveau, das man von aktuellen Flaggschiffen gewohnt ist. Es gibt aber auch ein paar Negativpunkte. Aufgrund des Antennendesigns tendiert das Gerät nämlich zum Signaleinbruch, wenn man es in einer Art und Weise hält, welche die Antennen verdecken. Hieran gewöhnt man sich aber recht schnell und weiß, wie man das Gerät nicht halten sollte, sodass es im Alltag keine Einschränkungen zur Folge hat. Weiterhin fehlt, wie üblich bei Meizu, die LTE Band 20 Unterstützung. Beim GPS-Empfang gibt es keine Kritikpunkte, das Meizu Pro 6 wurde hier einem Intensivtest unterzogen und durfte die Strecke Donauwörth-St. Peter-Ording navigieren, also mal eben schlappe 800 Kilometer. Diese Aufgabe wurde problemlos bewältigt und auch der GPS-Test erreicht, wie hier zu sehen ist, ein sehr gutes Ergebnis. Weiter geht es zur Audioqualität und hier darf man die Erwartungen hochschrauben, denn immerhin bewirbt Meizu diese gesondert und verbaut einen Cirrus Logic sowie einen NXP Smart PA Soundchip kombiniert mit der eigenen M-Sound-Technik. Das Resultat? Eine Bombenqualität via Kopfhörer mit einer Lautstärke, die wohl ausreicht, um sich die Ohren zu zerstören. Wer auch unterwegs nicht auf bestmögliche Audioqualität verzichten will, der hat hier einen heißen Kandidaten gefunden. Etwas enttäuschend ist aber der interne Lautsprecher, welcher nicht ganz mit dem Output des Soundchips zurechtzukommen scheint. Sobald man ihn etwas lauter aufdreht, neigt er deutlich zum Übersteuern. Hier hat das Xiaomi Mi 5 bei uns im Test etwas besser abgeschnitten. Die Telefoniequalität ist gut, hat uns aber auch nicht vom Hocker gehauen. Das Noise Cancelling funktioniert gut, hat aber denselben Designfehler wie beim Xiaomi Mi 5 oder dem Mi Note. Durch die Platzierung direkt hinter dem Telefonhörer kann es durchaus mal verdeckt werden, was dann natürlich zum Ausfall des Noise Cancellings führt. Weiter geht's zur Kamera und hier setzt Meizu mal wieder auf den Sony IMX230 Sensor, der schon in sehr vielen vorigen Geräten zum Einsatz kam. Bisher war das für Meizu ein Vorteil, denn so konnte man ihn stetig optimieren und so eine immer bessere Leistung aus dem Sensor herausholen. Nun ist es aber so, dass das Ende der Fahnenstange erreicht wurde und sich der erneute Einsatz des Sony IMX230 Sensors damit als Fehler erweist. Meizu, normalerweise die Adresse schlechthin, wenn es um gute Smartphone-Kameras aus China geht, lässt sich nämlich diesmal überholen, kann also nicht mehr mit der Konkurrenz von Xiaomi Mi 5 und Co. mithalten. Versteht uns nicht falsch, die Kamera im Pro 6 ist wirklich gut und kann tolle Aufnahmen schießen, welche vor allem mit ihren Farben überzeugen können und die meisten anderen Smartphones da draußen von der Optik her abhängen. Aber wenn man ins Detail geht, ist das Pro 6 einfach eindeutig der Verlierer. Die Lowlight-Performance, die Detailgenauigkeit bei weiter entfernten Objekten, die fehlende Bildstabilisierung, all das sind Punkte, die man hätte besser machen können. Auch Ultra-HD-Videoaufnahmen sehen nicht unbedingt berauschend aus und Slow-Motion-Aufnahmen sind kaum zu gebrauchen, was die Qualität angeht. Was wir dagegen wirklich loben müssen, das ist der Halo-LED-Blitz. Als erster Smartphone-Hersteller setzt Meizu hier auf einen kreisrunden LED-Blitz, der aus 10 verschiedenfarbigen LEDs besteht. Damit wird nicht nur eine enorme Helligkeit erzielt, sondern man sorgt auch für eine bessere Lichtverteilung. Gerade bei Nah- und Makroaufnahmen mit Blitz ist das ein enormer Vorteil, da somit der bekannte Bright Spot wegfällt und man perfekt ausgeleuchtete Bilder erhält. Problematisch ist bei Blitzaufnahmen aber wieder der fehlende Bildstabilisator, aber auch die recht lange Belichtungszeit. Es ist quasi unmöglich, freihändig scharfe Bilder mit Blitz hinzubekommen. Die Frontkamera des Meizu Pro 6 löst mit 5 Megapixeln auf und erzeugt schicke Bilder, die selfie-tauglich sind, auch wenn die Lichtverhältnisse mal weniger gut sind. Verabschieden wir uns von den Kameras und wenden uns noch dem Akku zu. Dieser sorgte beim Launch vermutlich bei so manchen von euch für Schockstarre, denn die Kapazität mit 2560 mAh ist nicht wirklich hoch, zumindest nicht für heutige Verhältnisse. Wer nun aber schlechte Akkulaufzeit riecht, der enttäuscht sein Riecher. Die effiziente Tree-Cluster-Technologie des Helio X25 quetscht nämlich selbst aus diesem Mini-Akku noch eine Laufzeit heraus, die man sich bei manch anderen Geräten mit 3000 mAh Zelle wünschen würde, aber nicht bekommt. Konkret werden hier im Alltag um die 5 Stunden Screen-On-Zeit erreicht,
was bedeutet, dass man locker über den Tag kommt, auch bei intensiver Nutzung. Bei uns waren es meistens so 1,5 Tage. Hinzu kommt dann noch das neue M-Charge 3.0, welches den Akku rasant wieder aufpumpt. Es dauert nur 20 Minuten, um den Akku von 20% auf 80% zu laden, was wirklich nicht viel ist. Und bis auf 100% vergehen um die 50 Minuten. Unser Fazit, das Meizu Pro 6 mag zunächst überteuert erscheinen, ist sein Geld aber unterm Strich doch wert. Man muss aber auch ganz klar sagen, dass das abhängig ist, welche Ansprüche man hat und damit nicht für jeden gilt. Aufgrund der Patzer, die sich Meizu stellenweise genehmigt hat, ist das Gerät eben nichts für jedermann. Aber gerade Hi-Fi-Enthusiasten werden mit dem Gerät ihren Spaß haben und Meizu-Fanboys werden ohnehin schwer um das Gerät herumkommen. Das war's dann soweit von unserer Seite. Wenn noch Fragen offen sind, dann stellt diese doch einfach unten in den Kommentaren. Weitere Infos und den Link zum Shop findet ihr in der Videobeschreibung. Wenn euch das gefällt, was wir bei China Mobile Mac machen, dann besucht uns doch mal auf www.chinamobilemac.de und folgt uns hier auf YouTube. Danke fürs Zusehen, macht's gut und bis bald!